Geschätzte Mitglieder, geschätzte Partner und Gäste, wir freuen uns heute, euch und eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, unsere Sponsoring sowie Rahmenvertragspartner, gesamthaft alle Gäste an der 21. Generalversammlung des Verbandes Lohnunternehmer Schweiz begrüßen zu dürfen. Es ist extrem erfreulich, dass so viele Gäste gekommen sind vom Lohnunternehmerverband, dass ein Interesse da ist, auch an uns und unserer Firma. Wir führen das erste Mal durch. Für unsere super Plattform, uns hier vorzustellen und zu präsentieren. Und die nutzen wir selbstverständlich sehr gerne. Sie haben sehr gute Netzwerke untereinander. Ich kann mich auch sehr gut vernetzen. Dadurch, dass halt jeder den anderen kennt, gibt es ein Wort zum anderen und man kommt über dieses Gespräch. Das ist eine Synergie. Darum machen wir auch hier mit, dass wir die Synergieeffekte von der Politik, von der Landwirtschaft zusammen mit dem Lohnunternehmer, auch mit unserer Branche, mit dem Landmaschinenhandel, können vernetzen. Aber man kommt natürlich so mit den anderen Lohnunternehmen zusammen, die vielleicht ähnliche Dienstleistungen im Angebot haben, wo man jetzt vielleicht mit dem direkten Nachbar, der eher vielleicht ein Konkurrent ist, nicht darüber redet, aber wenn dann zwei Kantone weiter weg ist, der es gleich macht, mit dem diskutierst du ganz anders. Eines der Ziele der Lohnunternehmer ist, Mehrwert für ihre Mitglieder zu schaffen. Für uns ist es eine Partnerschaft mit Mehrwert, wo wir versuchen, diesen Mehrwert eben nicht im Sinn von nur als Lieferant von hochwertigen Produkten zu bieten, sondern eben auch vor allem von Wissen. Und im Stolz, dass wir dieses Jahr im Februar das Grünland-Seminar anbieten und auch entsprechend Rückmeldungen bekommen haben, dass das eine sehr tolle und fruchtbare Weiterbildungsveranstaltung war. Die zunehmenden Verboten und Einschränkungen bei der Auswahl von Pflanzenschutzmitteln machen uns grosse Sorgen und werden den Anbau der Feldfrüchte teils zu Hochrisikokulturen machen. Es werden Kulturen verschwinden, wenn Forschung und Politik keine praxisbezogenen Lösungen präsentieren. Politische Vorstöße des Verbandes werden immer wichtiger und sind relevant, um unsere legitimen Interessen und die Daseinsberechtigung einer produzierenden Landwirtschaft wieder in die Mitte der Gesellschaft und Politik gelangen. Aber wir können oder stellen einfach fest, dass die letzten 10 Jahre die produzierende Landwirtschaft immer gebremst wurde und dass wir in Richtung Ökologisierung gegangen sind in der Schweiz. Und diesen ideologischen Bewegungen müssen wir entgegenwirken, sonst kann ich Ihnen sagen, wird das nicht gut. Es braucht einen starken, handlungsfähigen Verband. Wir suchen und wollen die Diskussion mit euch und unseren Partnerorganisationen. Ja, schon, es ist mehr Bewegung drin, habe ich das Gefühl. Ja. Einfach Gesamtrichtung so, dass man auch ein bisschen das Gewicht bekommt in der Politik und so. Mit Anliegen, die einem tagtäglich beschäftigen. Ich denke, auf alle Fälle, eine Weiterentwicklung war sicher sinnvoll gewesen und es hat sich zum Guten weiterentwickelt. Wir haben das letztes Jahr bereits gespürt und jetzt aber auch mit den Positionen, die sie sich geschaffen haben in den verschiedenen Fachkommissionen. Was der Verband auch macht, noch Hintergrund, den wir eigentlich nicht gross mitnehmen können. Das war recht eindrücklich. Ja. Einfach nur so ein kleiner Punkt. Man hat jetzt gesehen, wir sind jetzt legal unterwegs mit einem Pflanzenschutzmittel im Fass auf der Strasse. Wir dürfen dann noch halbe Ballen mitnehmen in der Presse. Das sind so Sachen, wo wir bis jetzt einfach nicht so legal unterwegs waren. Und das ist sicher ein Verdank an unserem Verband. Also da muss man sicher sehen. Ich denke, es ist wichtig, dass der Landwirt wieder Unternehmer sein kann. Und in freien Märkten tätig sein und auch entsprechend von Regulatorien wirklich nur das als Rahmenbedingungen hat, was unbedingt nötig ist. Nur zusammen ist man stark und mit der Vernetzung eben bis in die politischen obersten Ebenen kann man auch die Anliegen von unserer Landwirtschaft, die wirklich eine Minderheit darstellt, können verbreiten. Also ich sehe ein wenig, wie weit das geht und wir sagen Stopp. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt auch gekommen, dass man mal Stopp sagt und dass man nicht immer diesen ideologischen Wahnsinn hinterherläuft. Und das geht dann schon irgendwie. Nein, es geht eben nicht mehr. Die Versammlung ist interessant für uns. Auch als kleines Unternehmen, wenn man gewisse Anliegen hat, Fragen hat, kann man sich an den Verband wenden. Und auch jetzt die politische Arbeit, die gemacht wird, gerade im Bereich Digiflux, da bin ich also sehr froh, dass da der Verband etwas dazu macht. Ja.
Unsere erste Präsidentin kommt aus Freiburg, ist verheiratet, hat ein Kind, ist seit 2019 im Ständerat, war vorher im Grossen Rat, hat auch schon Motionen gemacht, die ganz klar unsere Richtung geht. Ist 35 Jahre alt. Und ich möchte euch vorstellen, Johanna Gappeni von Freiburg. Sie hat sich bereit erklärt, den Verband führen als Präsidentin. Sie denkt wie wir. Sie ist eine Landwirtschaft. Ihr Vater hat einen Landwirtschaftsbetrieb geführt. Und für uns ist das natürlich ein riesiger Pluspunkt, dass wir so eine tolle, super Präsidentin haben. Wer einverstanden ist, dass Johanna Gappeni unsere Präsidentin macht, möchte ich das bitte bezeugen mit der grünen Karte. Junge Frau, die vernetzt ist mit Bern und allem, denke, das ist eine Chance für die ganze Landwirtschaftsbranche. Wenn sie hier schon gewisse Fäden kann ziehen kann, gewisse Kontakte schon da sind, kann sie da sicher etwas weiterbringen. Vom Hintergrund her mit der landwirtschaftlichen Vernetzung und politischer Erfahrung zusammen mit dem Fernand Andre als Vizepräsident ist das sicher die optimale Ausgangslage. Liebe Mitglieder der Lohn- und Unternehmerverband, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Sie kennen vielleicht mein Engagement für die Landwirtschaft. Ich teile Ihre Sorgen und Herausforderungen und wir werden noch zusammenarbeiten. Encore sans doute plus proche qu'avant. Parce que j'ai envie qu'on trouve ensemble des solutions. Le contexte actuel nous oblige à trouver des solutions. Et parce que je suis consciente aussi qu'on vit un tournant. Et pour que notre pays continue de produire assez et bien, pour qu'on valorise le travail ici, eh bien on doit s'engager, on doit s'unir. Und wir brauchen sie, unser Land brauchen sie, pour l'approvisionnement de notre pays, mais aussi pour l'indépendance de notre pays. Votre mission est claire, la mienne aussi, et avec vous, j'ai envie de travailler et je me réjouis de collaborer avec tous les membres du comité, avec vous également. Und ich wünsche Ihnen alle einen schönen Tag, natürlich bleibe ich gern zur Verfügung noch für weitere Fragen und Diskussionen und ich freue mich schon. Danke vielmals. Sie hat sehr gut geredet, also mir hat es gefallen. Ich finde es auch gut, sie ist zweisprachig, natürlich gewandt, das merkt man auch. Ich denke, das ist auch wichtig bei uns in der Schweiz. Ich bin gespannt, aber sie macht mir einen sehr guten Eindruck. Wir haben jetzt im zweiten Jahr von 1.800 Tonnen auf 2.200 Tonnen gesammelt und das ist mehr, weder ein Drittel, was man importiert. Ich sage, das ist super. Nach dem zweiten Jahr 2.200 Tonnen, das ist ein super Erfolg. Und wenn ihr auch mitmachen möchtet oder irgendwo liefern möchtet, dann meldet euch bei den Folienimporteuren oder bei uns. Dann wäre es gut, wenn es ein bisschen mehr wäre jedes Jahr. Macht weiter so. Danke. Seit 2022 tun wir das einführen, haben hier die ersten Prüfungen können ablegen. 15 Lohnunternehmer sind inzwischen zertifiziert worden. Basis für die Prüfkriterien. Was sind die Anforderungen vom ÖLN und Swissgap? Anforderungen, die liegen über die Gesetzgebungen. Ich denke, es ist sicher eine Auszeichnung, dass der Pflanzenschutz bei uns ernst genommen wird, dass wir der Verantwortung bewusst sind und dass wir für unsere Kunden irgendwo durch wie eben eine Auszeichnung hat, dass sie sicher sind, dass wir das nach bestem Wissen und Gewissen, nach Stand der Technik und vor allem eben auch nach den Auflagen umsetzen. Die Wertschätzung der Leistung der Facharbeiter kann nicht hoch genug sein. Treue und loyale Mitarbeitende sind für die Unternehmen Gold wert. Das Vertrauen baut sich über Jahre auf und das Know-how bleibt dem Unternehmen erhalten.
Die Arbeitgeber profitieren von dieser grossen Erfahrung enorm. Vor allem in Zeiten, wo Fachkräfte rar sind. Aus diesem Grund wollen wir heute Mitarbeitende ehren und ihnen ein Zeichen der Wertschöpfung und Dankbarkeit zukommen lassen. Also heute war schon eine ziemlich eindrucksvolle GV, wie da über die Politik auch verhandelt worden ist. Und die GV habe ich sehr spannend, unterhaltsam erlebt, mit einer gewissen Prise Humor, aber auch mit ganz Haufen wichtigen Statements, was die Richtung der Agrarpolitik angeht. Es war frisch und kühl, aber das ist nebensächlich. Nein, ich denke, sie haben das sehr gut im Griff, sie machen das wirklich gut. Ich bin stolz auf den Verband. Und ich bin der Meinung, wir müssen sie unterstützen und sie haben in den letzten Jahren richtig Gas gegeben und helfen uns. Ich würde mir wünschen, wenn wir den Verband auch mal bei uns in der Ostschweiz in der begrüssen. Ja, wir können hier vielleicht bei uns auf dem Betrieb mal etwas machen. Muss jetzt nicht gerade ein Grillplausch sein, ist mir jetzt ein bisschen eher gross, aber mal eine Sitzung oder irgendwo, wenn es mal ein Anliegen in unserer Region gibt, dass wir da mal können. Ein Wunsch ist vor allem für all die Mitglieder, die Lohnunternehmer, die noch nicht Mitglieder sind, dass sie sich da dazu bekennen und hier der Verband unterstützen. Eigentlich nur, wenn wir eine gewisse Anzahl sind, können sie auch mit einem breiten Rücken herstehen und schlussendlich die Interessen vertreten. Es sind alles ganz tolle Mitglieder, sie haben einen super Vorstand und ich wünsche ihnen auch im 21. Jahr alles Gute und auf ein ganz, ganz manches Jahr erfolgreiche Zusammenarbeit.